uns in der Grund oder Ausländer, die halt in der Schweiz oder in einem Land sind. Ich finde, wer sich nicht an Spielregeln halten kann, der gehört in den Flieger gesetzt und heim. Wir hatten vor ein paar Jahren, glaube ich. Nice! Ja, ich gucke jetzt erstmal, wo wir hin können. Reisebüro. Eine Menge Waffen, etwas, eine Menge Teile. Vorsicht. Ein harmloser Irrer dort wohnt. Plündern. Ist krank, deshalb muss die Wache stehen. Genau. Ja, wir hatten vor ein paar Jahren, glaube ich, mal so eine Geschichte von einem, der hier bei uns in der Schweiz war. Dann hatte der an einem Bahnhof oder wo einen Jungen grundlos zusammengeschlagen. Also wirklich zusammengeschlagen. Ich weiß nicht, wie es dem Jungen mittlerweile geht. Ich glaube sogar, dass der irgendwie also nicht mehr vollkommen genesen wird. Und was macht die Behörde? Ja, resozialisieren und so Zeugs. Und stecken die in, geben ihm eine Wohnung. Und der Hammer ist, der Typ hat Rechte. Der kann sagen, das passt mir nicht, das will ich nicht. Willst du wissen, wie du den Tod betrügen kannst? Ich habe ein Grab für mich selbst geschaufelt. Also für mich, für mein altes Ich. Es ist tief im Boden vergraben. Neben diesem sogenannten Hotel, dieser heilige Boden säubert dich und schenkt dir ein neues Leben. Eins an, okay. Da oben ist der Kühlschrank gerade aufgegangen. Ja, und der hat Rechte. Also, ich finde. Also, beispielsweise, der hat hier eben zusammengeschlagen. Und dann, macht die scheiße Behörden. Ja, resozialisieren und so. Was machen die? Die geben ihm Kickbox-Unterricht. Ist das euer verdammter Ernst? Es ist wie wenn man Pädophilen zum Kindergärtner ausbilden würde. Ich meine, hackt's? Das finde ich überhaupt nicht in Ordnung. Und dann sagen sie, ja, du solltest mal wieder arbeiten. Ich will keinen Namen nennen. Du solltest mal wieder arbeiten. Arbeiten? Ich? Nö, ich Kickbox-Profi werden. Hallo? Da heißt nicht, hey, du solltest mal wieder arbeiten. Da heißt, du morgen Montag, 8 Uhr, da arbeiten. Nix, nein, arbeiten. Nicht hier, da kostet ja mehrere tausend Franken, tausend Schweizer Franken am Tag. Am Tag, so wie ich das mitbekommen habe. Wie gesagt, wenn es falsch ist, wenn jemand weiß, worüber ich spreche, dann melden. Aber, hey, hallo, geht's noch? Ich arbeite und verdiene ein paar tausend Franken im Monat und muss mit denen auskommen. Und der hat verdammt nochmal ein paar tausend Franken, die er pro Tag ausgeben kann. Oder was denn die ganze Chose kostet. Geht's noch? Schick den Typen arbeiten. Dann soll er sich irgendwas verdienen. Das finde ich dann gar nicht in Ordnung. Also, wer. Gut, man kann jetzt nicht sagen, ja, bei jedem kleinen Straftat sofort raus. Nee, nee. Für ein Parkticket muss man auch nehmen, nach Hause schicken, also zurück in sein Land schicken. Aber wenn halt jemanden schwer verletzt und dafür extrem lange ins Gefängnis müsste. Nix Gefängnis, nach Hause. Sofort. Jetzt kommt der Irre. Könnte lustig werden. Ich geh mal gucken. Mein Jung! Hallo? Dein Schwert ziehen? Meinst du ein Pimmel? Oder was? Ja, also sowas finde ich nicht in Ordnung. Ich finde, wer sich nicht an die Spielregeln oder an Gesetze halten will oder kann, der soll wieder
zurück. Und jetzt kommen die Leute und fragen, ja, was macht ihr denn mit Schweizer Gewalttätern und so? Das ist unser Problem. Die sind wirklich unser Problem. Wenn die Scheiße bauen, dann müssen wir dann halt... Ja, ich hau hier nur einen Schrank klein. Ja, genau. Dann müssen wir die halt durchfüttern. Die sind dann wirklich unser Problem. Aber wieso müssen wir jemanden, der aus Land XY kommt, der Scheiße baut, der Bockmist baut hier in der Schweiz, wieso müssen wir den durchfüttern? Nichts durchfüttern. Hallo? Ist der Knopf kaputt? Nichts durchfüttern. Hier, nächste Flieger und weg. Junge, du, also langsam, Pavel, ne? Gehst du mir auf den Nerven. Hier noch schnell gucken. Also der Irre hier ist wirklich harmlos. Junge. Spring doch hier rüber, mein Gott. Ich glaube, das schaffen wir nicht mehr. Verdammte Axt. Mein Gott, renn, Mann. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir schaffen das. Yes! Bam! Eben, also ich finde, das ist ja auch so ein bisschen ein Schweizer Problem. Ich glaube, in Deutschland, wenn das, was ich in der Doku gesehen habe, stimmt, wenn jemand Scheiße baut, dann gibt es ein Gratis-Ticket nach Hause. Ja, man muss auch ein bisschen... Katja wurde leicht verletzt. Okay, jetzt müssen wir uns mal wieder hier ein bisschen konzentrieren. Also, ja, wir haben ja Essen. Tag 22, meine Geschichte. Als ich schließlich entmutigt das Viertel meiner Eltern verlassen wollte, erkannte mich mein Freund aus Kindheitstagen. Ich dachte, er würde mir dabei helfen, herauszufinden, was mit meiner Familie passiert ist. Es zeigte sich, dass ich stattdessen helfen konnte. Ein Mädchen aus der Gegend wurde unter einem Vorwand von der Armee festgehalten. Alle kamen zur Basis, um zu protestieren und mir Freilassung zu verlangen. Sie brauchen eine Stellvertreterin. Okay. Also eines ist mal klar. Hier, Roman kriegt was zum Mampfen. Ja, mein Gott. Ist ja nicht mal das, mal nicht so ein Weichei. So, dann leg dich mal schlafen. Zweimal, weil wir haben zu wenig Wasser. Wir müssen so einen Filter bauen. Mach direkt zwei. Kannst du dir zwei Mahlzeiten bauen, kochen und direkt dann essen.
Ja, ich hoffe, wir haben das Thema Flüchtlinge jetzt ein bisschen abgehandelt. Wenn ihr noch genau das wissen wollt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Oder du, der mir das geschrieben hat. Also ein bisschen meine Meinung. Wasser ist ein bisschen Mangelware, kann das sein? Es könnte mal schneien. Dann, weil Schnee können wir in den Ofen setzen und dann haben wir Wasser draus. Ja, ich gebe dem jetzt wirklich eine Bandage. Könnte ihm das geben. So. Dann, was wollen wir noch? Was haben wir noch zum Geben? Ist die Frage. Ja, dieses ganze Waffengedönse kann er eigentlich haben. Helm brauchen wir bloß einen. Das geben wir ihm auch mal. Okay. Was will ich denn noch? Wie viel Holz habe ich? Genug eigentlich. Filter. Ich glaube, wir haben jetzt erstmal alles. Ich lasse ihn jetzt mal ein bisschen hier stehen. Wir haben jetzt, glaube ich, wieder ein bisschen Wasser. Ja, viel Wasser. Pff, ist ja praktisch nix. Ja, dann hau dir nochmal eine Portion rein. Wie viel kannst du jetzt kochen? Einen. Das ist doof. Kannst du nochmal irgend so ein Wasser-Dingens-Bummens bauen? Die Frage ist, ob sich das lohnt. Weil wenn jetzt bald Winter kommt, können wir dann Wasser machen, bis der Arzt kommt. Kannst du das ausbauen? Oh, du kannst das ausbauen. Dann bau mal. Ja, wir stehlen ja auch. Sorry, falscher Knopf. Jetzt brauchen wir nämlich auch weniger Wasser. Jetzt kannst du hier nämlich mal kochen. Ach, die haben unsere Karotte geklaut. Diese Schweine. Du kannst dich eigentlich wieder verziehen, denke ich. Ja, du kannst dich wieder verpiesen. Ja, ich will deine Zeit nicht länger verschwenden. Iss mal was, dann bandagier dich und dann hau dich hin. Sagen wir hier hoch. Wenn wir jetzt schon genug Vorrat haben, können wir unsere Leute hier auch mal bandagieren. Du hast letztes Mal schon Pillen bekommen, die bekommst du nicht nochmal. Du kannst essen. Er ist nicht müde.
lange nehme ich... ich habe keine Uhr. Verdammt. Wir nehmen jetzt schon seit 4 Tagen auf. Tag 18 haben wir begonnen. Tag 22 sind wir jetzt. Mal gucken. Vielleicht Tag 23 mache ich vielleicht noch. Und je nachdem. Muss ich noch gucken. Wie lange ich danach aufgenommen habe. Ja, der Ofen heißt nicht mehr so geil. Wir müssen nachher noch Brennholz herstellen. Oder ist es wirklich so schwer für ihn zu heizen? Nein.